Der Vorschlag Erbarme dich von Johann Sebastian Bach zu diesem Meisterwerk zu spielen kam von unserem Geiger Andreas Neufeld. Und ich habe mir erstmal Zeit genommen, um die Ikone zu studieren, denn zu meiner Schande muss ich gestehen, in den fast 30 Jahren, die ich in Berlin lebe, war ich noch nie im Bode-Museum. Schande über mich, aber heute zum ersten Mal, Gott sei Dank, und jetzt bin ich eigentlich sprachlos, weil ich vor dieser Ikone stehe. Es ist für mich wirklich ein Wunder, wie in dieser doch die Zeit, aus der die Ikone stammt, hat mit dem Inhalt und mit der Attitüde von Bach eigentlich sehr wenig zu tun. Aber die Ikone selbst, das Gesicht von Christus, ist von einer derartigen Strenge und gleichzeitig Menschlichkeit, da denkt man sofort an Bach. Und man muss wahrscheinlich dazu sagen, die Arie Erbarme dich bezieht sich auf den Petrus, der den Jesus bekanntlich dreimal verleugnet hat, und erinnert sich der Worte von Jesus, der ihm beim letzten Abendmahl sagte, der Hahn wird nicht dreimal gekräht haben und du wirst mich schon dreimal verleugnet haben. Und er erinnert sich diese Worte, geht heraus und weint bitterlich. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dieses Gesicht von Jesus, so wie er jetzt blickt, das muss dem Petrus vor den Augen gestanden haben. Und das gibt beides diese Bewusstheit, das Bewusstsein der eigenen Schwäche, aber irgendwo auch eine Hoffnung auf eine Lösung. Das heißt, er ging ja nicht wie Judas und er hängte sich, sondern wurde zu einem der Vorkämpfer des Christentums, einer der wichtigsten ersten Kirchenväter, und starb auch als Märtyrer. Das bedeutet, das Stück Hoffnung, was in diesem Erbarme dich liegt, spiegelt sich dann im Leben von Petrus weiter. Und ich sehe da eine ganz tiefe Menschlichkeit, die sowohl diese Ikone als auch das Werk von Bach vereint. Wunderbar. Ich habe eigentlich sehr wenig hinzuzufügen, nur dass die Inschrift, die Sie hier sehen, auf Griechisch sagt, der Barmherzige, Jesus der Barmherzige, Jesus Christus der Barmherzige. Und das ist genau das, was Sie ansprechen. Die Idee, dass obwohl man selbst schwach ist und die Leute, die man liebt, betrügt und verleugnet, dass es die Hoffnung auf Vergebung gibt. Was das Stück, das Sie erwarme dich aus der Matthäus-Passion, gehört für mich zu den absoluten Meisterwerken der Musik. Und ich finde große Kunstwerke, egal in welcher Gattung, ob es Musik oder Dichtung oder bildende Kunst ist, erreichen uns wirklich im Kern unserer menschlichen Erfahrung. Und das, wenn Sie die Bibel lesen, wenn Sie die Ilias lesen oder wenn Sie Shakespeare lesen, dann haben Sie Themen, die immer durchklinken und die heute immer noch relevant sind. Liebe, Angst vor dem Tod und Sorge um das Alter, Älterwerden und so weiter. Und ich finde, sowohl Bach als auch diese Form von Kunst artikulieren diese ganz tiefe menschliche Bedürfnisse und Hoffnungen, und deswegen finde ich diese Kombination ganz wunderbar. Vielen Dank.
Thank you.